Seid ganz herzlich gegrüßt. Hier ist wieder Angelika Schumann mit meinem Kanal Ansita, andere Sicht, andere Tat. Ja, ich habe mich gerade ganz spontan entschieden, nochmal ein Video, was heißt nochmal, ich mache immer wieder Videos, ein Video zu drehen. Und zwar, ich bin gestern ganz spontan mit in die Auswahl gekommen, ein Interview, also teilzunehmen an einer Umfrage aus dem Kanal Blog M von Michael. Ich verlinke das hier gleich hier oben, dieses Video. Da geht es darum, dass Michael Menschen fragt, immer so 15 Minuten geht das Gespräch, sei es die Menschen, die eben sich nicht haben impfen lassen, und auch, er möchte auch natürlich Menschen, mit Menschen sprechen, die sich haben impfen lassen, wie weit sich das Leben verändert hat etc. Ja, und gestern so ganz kurzfristig, spontan, hatte ich dann auch den Termin mit ihm, und dann habe ich hinterher mir das Video angeschaut und habe festgestellt, ich war so richtig im Bubble-Modus, ich habe viel erzählt und hinterher gemerkt, dass ich einige Dinge, die mir wichtig waren, gar nicht angesprochen hatte. Ja, ich war auch ein bisschen aufgekratzt, hatte mich auch gefreut, dabei zu sein. Ja, und jetzt möchte ich quasi diesen Anlass nutzen, nochmal ein paar Dinge ergänzend zu diesem Interview zu sagen. Also manches werde ich wiederholen, weil sich ja nicht alle auch dieses Interview wahrscheinlich anhören. Ich habe es jetzt hier genannt, vor der Krise, nach der Krise. Und möchte einfach nochmal auf ein paar Dinge eingehen. Und zwar, also mein Leben vor 2020 oder bis 2021 war ziemlich klar geordnet. Ich hatte eine Festanstellung im Theater. Ich war Sängerin im Opernchor, Angestellte des öffentlichen Dienstes, eine unkündbare Stelle mit Aussicht, gut, wenn es so bleibt, denn mit einer ganz guten Rente. Mein Tag war gut strukturiert, ich hatte mein Hobby zum Beruf machen dürfen. Also es sind halt geteilte Dienste, das war auch manchmal nicht so schön, wir hatten halt vormittags und abends Proben. Jedoch hatte ich den Nachmittag Zeit für mich. Dann auch in der Zeit, ich war lange alleinerziehend mit zwei Söhnen, hatte dann den Nachmittag Zeit auch für die Kinder. Von daher war das ein gut strukturierter Tag. Ja, und so habe ich nebenberuflich dann auch wieder begonnen, also wann war das, 2007 ungefähr in der Zeit, dass ich mich auch als Heilerin wieder nach außen gezeigt habe, eine eigene Webseite hatte und dann auch das nebenberuflich auch angeboten habe. Um 2020 war es dann so, dass ich auch Tagesseminare gegeben hatte und auch Klienten immer wieder. Also mein Leben hatte einen schönen Rhythmus. So. Als dann diese ganze Geschichte anfing, wusste ich sofort, da stimmt etwas nicht. Gut, ich hatte schon vor etwa 30 Jahren, hatte ich schon die ersten Informationen zum Thema Impfen, dass halt da auch Inhaltsstoffe drin sind, auch in den normalen Impfungen mit Schwermetallen etc. Und ich habe damals einen Menschen kennengelernt, der da schon sehr kritisch war, der hat mir viele Tipps und Informationen gegeben. So war ich schon damals, habe ich mich dann entwickelt zu einem kritischen Menschen bezüglich generell Impfungen. Auch habe ich damals schon die ersten Bücher gelesen und durfte ein bisschen hinter die Kulissen blicken, war im Endeffekt schon ein bisschen vorinformiert, habe mich aber dann die ganzen Jahre danach, bin ich auch in viele Themen nicht weiter eingestiegen, weil ich wollte es gar nicht wissen. Außerdem war ich dann mit meinen Söhnen alleinerziehend. Ich habe einfach meine Aufmerksamkeit dann gelenkt auf Beruf und Kinder. Genau, aber am Rande kam immer wieder irgendetwas, auch wie der Himmel behandelt wird etc. Also solche Dinge, das habe ich schon immer wieder mitbekommen. Genau, und als dann der erste Lockdown drohte im Frühjahr 2020, wusste ich, dass das nicht alles nicht stimmt. Ich war damals schon jemand, der
ich weiß nicht, wie viele Jahre auf Fernsehen verzichtet hat. Ich habe, also Nachrichten habe ich schon kaum mehr geguckt. Ab und zu mal, wenn ich morgens das Radio anhatte, dass ich dann mal so reingehört habe, was ist jetzt wieder los. Nur war ich da schon auch über Jahre kritisch. Ja, und dann habe ich eben diese Zeit genutzt und bin wirklich an den Rechner und habe versucht, Informationen zu finden, alternative Kanäle zu suchen. Und auch da war ich am Suchen. Also ich bin auch so ein bisschen auf Fake News reingefallen. Klar, es ist dann einfach ein Lernprozess herauszufiltern, was stimmt wirklich. Genau. Und was ich jetzt in dem Interview nicht erwähnt habe, und darauf möchte ich halt nochmal auf genauer eingehen. Ich hatte ja erzählt, dass ich im Theater aufgrund meiner kritischen Einstellung bin ich sehr, sehr schnell gemieden worden von Kollegen. Also sie blieben freundlich mir gegenüber, aber es wollte sich keiner mit mir richtig unterhalten. Auch Freundschaften oder was heißt Freundschaften, freundschaftliche Verbindungen waren auf einmal sehr distanziert. Ja, und das war für mich auch ein Moment, dass ich mich isoliert gefühlt habe. Und es war auch eine Hilflosigkeit in mir, denn ich wollte ja eigentlich was erzählen, ich wollte die Menschen warnen, ich wollte ihnen Hinweise geben, aber es wurde nicht angenommen. Und da ich schon mal in meinem Leben das Thema Demut erfahren durfte, habe ich gemerkt, dass ich da einfach geschaut habe, dass ich ja in so eine Art Demutshaltung, also ich habe es einfach angenommen, dass sie nicht erfahren wollten. Und dann habe ich halt auch da schon mich darin geübt, nicht in die Bewertung zu gehen, die Menschen einfach sein zu lassen und habe mich halt eher zurückgezogen. Ich habe halt meinen Job, soweit es ging, erledigt, aber es war tatsächlich nur noch ein Aushalten. Es hat natürlich keine Freude mehr gemacht. Auch, das habe ich ja im Interview erzählt, auch die Art und Weise, wie wir dann geprobt haben. Das, naja. Ja, und im Nachhinein muss ich sagen, war ich da auch erschreckt, wie tief die Manipulation einfach geht bei den Menschen. Und also die meisten Kollegen waren 10 bis 20 Jahre jünger als ich, also ich gehörte schon zu den Älteren. Und dann durfte ich beobachten, dass gerade die Studierten, die Akademiker, die waren so im Mainstream drin. Ne? Fokus, Spiegel, man hat sich auch ausgetauscht über die politischen Umstände etc. Und jeder schien es besser zu wissen. Also nicht jeder, aber es gab da so ein paar Menschen, die da sehr aktiv waren und sehr politisch interessiert. Ja, und da durfte ich beobachten, dass gerade die, obwohl wir, man meint ja, Künstler, Sänger sind ja Künstler. Nein, ja, sind wir auch, aber in erster Linie sind wir Dienstleister, zumindest im Theater. Wir stellen unsere Fähigkeiten anderen zur Verfügung. Na, die sagen dann uns, wie wir zu singen haben, also das ist halt jetzt damals in den Chorklang, dass wir einen wunderschönen Chorklang haben, das war auch wirklich eine ganz feine Arbeit, wie wir auf der Bühne zu agieren hatten, es haben ja immer andere über uns bestimmt. Ja, und so war ich als Künstlerin und auch als mediale Frau, also ich war eh immer so ein bisschen die Außenseiterin, ich war keine typische Sängerin, ich habe meinen Beruf geliebt. Aber ich war nicht mit der Bühne verheiratet, sagen wir mal so. Deswegen bin ich damals auch nicht Solistin geworden. Ich hätte es machen können, also von der Ausbildung. Wir sind eigentlich alle ausgebildete Solisten, auch im Chor. Nur habe ich schon in jungen Jahren auch beobachten dürfen, was mit älteren Solisten geschieht oder auch generell, wie das Leben als Solist ist. Und das bedeutet entweder ganz und gar mit dem Theater verheiratet zu sein. Oder sein Leben auch zu leben und eben nur im Chor zu bleiben. Und das, ja, und wir sind ja alle Studierte und da durfte ich dann beobachten, dass die jüngeren Menschen noch mehr im System drin waren wie ich und so quasi Scheuklappen aufhatten. Und ich war für sie auch eine Gefahr. Das ist mir dann im Nachhinein auch klar geworden, denn
wenn sie sich mit mir unterhalten hätten, dann hätten sie ja ihr ganzes Weltbild hinterfragen müssen. Und das war ja deren Halt. Ja, und so hatte ich eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als mich zurückzuziehen, sie zu lassen in ihrem Sein. Und ja, und das habe ich dann einfach akzeptiert und habe mich quasi ein bisschen zurückgezogen. Und auch mein Nebenberuf, ich habe ja damals auch schon Seminare gegeben, ich hatte auch Klienten. Ja, und wie das dann war mit den, erstmal mit dem Lockdown ging ja auch erstmal gar nichts mehr, dann kamen die Abstandsregeln. Ich habe alles losgelassen, denn die Seminare, die ich unterrichtet hatte, die hatten mit Körperkontakt zu tun. Man hat quasi den Kopf berührt an verschiedenen Punkten und wir waren nah beieinander. Also, und online kam mir für mich überhaupt nicht in Frage. Ja, dann habe ich also diese Seminare losgelassen. Ich habe dann sogar auch, das hat wiederum andere Gründe, auch die Lizenzen losgelassen für diese Seminare, also auch für andere Seminare, weil ich gemerkt habe, da stimmt auch etwas nicht, da war auch eine Lüge. Ja, ich habe begonnen, alles zu hinterfragen, auch das, was ich bisher gelernt habe. Und dann begann im Endeffekt mit dieser Zeit begann auch mein Rückzug, auch bei mir das Hinterfragen dessen, was ich gelernt habe, das Hinterfragen meines ganzen Lebens. Also ich habe mich mit allem dann auseinandergesetzt und war dann so ein bisschen Einzelkämpfer. Also es gab auch immer Einzelne, mit denen ich mich austauschen konnte, die auch so dachten wie ich. Da war ich sehr dankbar für. Ja, dass man eben nicht so ganz alleine war auf weiter Flur. Ja, und was ich im Interview nicht erwähnt hatte, ich habe ja über meine Söhne gesprochen, die sich haben impfen lassen, die konnten dem Druck nicht nachgeben. Ich konnte sie auch nicht so stützen, weil wir halt auch nicht mehr zusammengelebt hatten. Ja, aber was sehr, sehr positiv war, und das habe ich im Interview jetzt nicht erzählt, das erzähle ich jetzt nochmal, das war der Austausch mit meiner Mutter. Sie war damals, jetzt muss ich überlegen, 98, genau, als das andere anfing, 98, 99. Und sie selber hat damals gesagt, nee, ich lasse mich nicht impfen, ich bin schon so alt, ich brauche das nicht mehr. Und ich denke, boah, wie cool ist das denn? Ja, und sie war damals noch sehr wach in ihrem Geist. Und wir haben dann tatsächlich manchmal täglich telefoniert. Ich meine, wir wohnten ja auch über 300 Kilometer auseinander. Also sie war in Heidelberg, ich in Kassel. Und wir haben ganz oft telefoniert. Ich habe ihr dann immer wieder Dinge erzählt, die ich aus den alternativen Medien erfahren hatte. Und sie hat sich ganz vieles angehört und hat Fragen gestellt und begann selber dann auch die Nachrichten zu hinterfragen und hat mir dann erzählt, ja du, die haben das und das gesagt und ich weiß, das stimmt jetzt gar nicht. Ja, das war so schön, sie so zu erleben und ich konnte ihr auch Mut machen, das durchzuziehen. Ne, ihre anderen Freundinnen, die haben auch zu der Spritze gegriffen, aber sie selber, sie hat das wirklich durchgezogen und da bin ich auch sehr, sehr stolz auf sie. Ja, und dann wurde sie 90. Ja, und als ob sie da ein Programm geschaltet hatte, das war vor 2 Jahren, so jetzt bin ich 90, jetzt geht's bergab. Und da konnte man dann beobachten, dass sie sich immer mehr zurückgezogen hat. Und letztes Jahr durfte ich sie begleiten, auch beim Übergang. Sie blieb meines Wissens ungespritzt, allerdings, ich vermute mal, sie hatte einmal auch eine Bluttransfusion und ich bin mir sicher, dass da auch kein sauberes Blut gegeben wurde. Auf jeden Fall war ihr Zerfall dann sehr schnell und ich konnte einfach nur noch bei ihr sein. Sie war damals im Heim, ich konnte das nicht anders regeln. Es ging alles zu schnell und dann durfte ich sie halt begleiten. Ja, aber das war für mich eine große Freude, sie in der Zeit noch auch aufzumuntern und zu begleiten. Genau. Ja, und dann wollte ich halt jetzt noch mal kurz erzählen, wie jetzt mein Leben ist. Ich habe das ja schon mehrmals erzählt. Ich habe ja komplett mein Leben geändert. Ich habe dann ja, bin erst in den Krankenstand und durch Fügung haben sich komplett neue Wege eröffnet, dass ich jetzt seit ja bald 3 Jahren, also Ende Oktober werden es 3 Jahre, lebe ich jetzt auf der Insel Rügen. Und
Ja, ich bin einfach dankbar, glücklich. Ich merke, ich bin sehr stabil in mir, sehr stark in mir. Und für mich ist es inzwischen wichtig geworden, nur noch die Dinge zu tun, die mich vom Herzen her erfüllen, die mir und meinem Wesen entsprechen. Und das ist ja auch dann die Kunst, wieder herauszufinden, was ist wirklich meins. Was macht mir Freude? Und so entstanden ja dann die Videos mit der energiebewahrenden Kleidung, weil ich, also heute habe ich normale Kleidung an. Ich habe zwar ein Leinenunterhemd und ich habe eine selbstgestrickte Weste an. Der Grund ist ganz einfach der, dass ich jetzt für die warme Jahreszeit tatsächlich noch nicht so viel Kleidung genäht habe, die jetzt passender wäre. Also die Dinge, die ich genäht habe, sind alle eher für den Übergang oder auch für den Winter. Also sind mir jetzt zu warm. Ja, aber da darf ich auch ganz entspannt mit umgehen. Das mache ich auch. Ja, und ich merke, dass das bei mir, dass ich immer klarer in mir werde und dass ich so den Eindruck habe, ich kann nicht mehr manipuliert werden. Ich durchschaue die Dinge immer schneller. Auch so im Bekanntenkreis. Das Hellwissen hat zugenommen, meine Intuition, meine Wahrnehmung. Zusätzlich habe ich auch begonnen, ganz bewusst meine Haare wieder wachsen zu lassen, denn das sind unsere Antennen. Ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben taillenlange Haare und das war die Zeit, in der ich auch meine Medialität ganz stark sich entwickelt hat, als ich auch Mutter geworden bin zum ersten Mal. Und da hatte ich lange Haare. Ja, und da möchte ich wieder hinkommen, also meine Wahrnehmungsantennen wieder zu pflegen. Ich werde auch, also es gibt jetzt schon wieder einige Videos, ich werde auch genauer eingehen nochmal, ne, warum ich den Pony rauswachsen lasse oder wie ich mich pflege. Also da kommen auch nochmal Videos. Genau, aber jetzt wollte ich halt darüber nochmal sprechen. Und was sich jetzt auch sehr verändert hat, ich habe inzwischen einen wirklich großen Bekannten- und Freundeskreis, also hier vor Ort und auch online, also auch über sogar, ja, ich bekomme ja wunderbare Kommentare auch von einer Frau aus Finnland oder aus Österreich. Also ich habe so, also wofür ich sehr dankbar bin, dass wir uns finden über weite Strecken und uns gegenseitig auch stärken können. Auch die, die mir schreiben, die stärken mich ja auch. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich allwissend bin und, ne, und man muss mir unbedingt folgen, auf keinen Fall. Also da, das ist auch nicht mein Anliegen, denn es geht wirklich darum, dass jeder von uns in seine eigene Kraft kommt. Ja, und was ich auch sehr deutlich habe beobachten können, also ich bin ja eine Wessi, ich bin ja in Westdeutschland groß geworden, hatte Verwandte in der damaligen DDR, habe ich immer noch, und die Menschen, die hier leben, waren ja zum größten Teil Ostdeutsche. Die haben die Wende damals auch mitbekommen. Und ich darf hier beobachten, dass diese Menschen hier, auch die ganz einfachen, die haben einen gesunden Menschenverstand, die sind hier viel kritischer und hinterfragen viel mehr als die studierten, also bitte entschuldigt, fühlt euch da nicht angegriffen, aber die studierten Wessis, die dann wirklich so in das System schon hinein manipuliert worden sind. Und das ist für mich ein so großer Unterschied, dass ich jetzt hier leben darf und es ist wie von einer Welt in eine andere, als ob ich komplett innerhalb Deutschland in ein ganz anderes Land ausgewandert bin. Für mich war es der richtige Weg und wie gesagt, es war nicht geplant, es war für mich Fügung. So was habe ich hier noch notiert. Ja, das habe ich schon gesagt. Also, dass ich mich jetzt hauptsächlich mit Dingen beschäftige, die mir gut tun, die mich stärken, die meiner Entwicklung dienen, weil das hört ja eh nicht auf. Also, ich entwickle mich auch immer noch weiter. Ja, und dass ich halt jetzt auch inzwischen Videos mache und das, was für mich sich gut anfühlt, dass ich das einfach weitergebe. Ja, genau. Das wollte ich einfach nochmal ergänzend zu dem Interview erzählen. Die nächsten Videos, die geplant sind, ist auf jeden Fall auch nochmal Thema Kleidung und nochmal, ich möchte mal auf die Seminare eingehen. Ich werde auch nochmal für andere Seminare eine Werbung machen. Dann habe ich hier, was
Was habe ich hier alles noch aufgeschrieben? Ich möchte noch mal ein Video machen zum Thema Channel. Und dann, das liegt hier schon länger, also es sind mehrere Ideen, ne? Aber was ich auch schon vorbereitet hatte, da geht es um Thema Rassen, Telegonie, rechts, links. Also das ist so der Stichwort. Da will ich auch noch mal genauer eingehen. Also das liegt schon länger. Nur, ich habe das ja, wann war das, vor 2 Wochen habe ich das ja erzählt, dass ich durch so eine Talfahrt gegangen bin. Und gut, da ist auch irgendwas, ich will das nicht immer auf Energetik schieben oder dass hier die Planeten etc. Es hat ja alles Einfluss auf uns. Nur es war halt bei mir auch so eine Fahrt und da höre ich auf mich und dann zwinge ich mich auch nicht, Videos zu machen. Ja, und dann kommen wieder neue Kommentare, neue Fragen und ich könnte schon wieder, ach, jeden Tag was erzählen. Nur einerseits möchte ich mich nicht unter Druck setzen, dass ich da den Rhythmus von einem Video pro Woche, das fühlt sich für mich sehr gut an. Manchmal mache ich ja auch mehrere Videos und genau, aber ich werde auf jeden Fall diese Woche noch mal was erzählen. In dem Sinne erstmal alles, alles Liebe für euch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt in eurer Kraft, in eurer klaren Ausrichtung und ja, seid oder kommt in die Liebe. Genau, das ist noch mal so ein Abschlusswort, denn ich bin keinem meiner Kollegen, meiner damaligen Kollegen böse. Ich habe eine Liebe zu ihnen und ich kann nachvollziehen, so was in ihnen vorgegangen ist damals. Und ja, und ich konnte sie sein lassen. Sie haben mich am Endeffekt auch sein lassen. Ja, in dem Sinne, alles, alles Liebe für euch. Herzliche Grüße.